spiel ruhig, wir brauchen den langen Ball nicht. Ja, man kann sich natürlich auch totlaufen in so einer Situation. Man kann natürlich jeden Konter laufen und ihn verwerfen oder daneben werfen. Es ist wichtig, dass die Spielerinnen frisch bleiben, dass sie diese Tempowechsel mitgehen, dass sie auch die ruhigen Phasen mal ausnutzen und schön aufbauen. Ansonsten wird das Spiel einfach zu hektisch und es wird zu kraftraubend. Jetzt haben wir schön mit ein bisschen Glück das Tor auf der anderen Seite für Perleberg durch Lorenz. Und das war eigentlich schön gedacht abgelegt, aber den Ball war nicht mehr zu holen für Sarah Bischoff an der Außenseite. Und so ist es wieder Ballbesitz für Perleberg. Jetzt habe ich spontan den Eindruck, dass Grün-Weiß zwar die bessere Spielanlage hat, aber momentan nicht in der Lage ist, das so umzusetzen, so umzumünzen, dass daraus ein Vorsprung entstehen könnte. Ja, also ich sehe das auch so, dass von der Spielanlage her Schwerin etwas im Vorteil ist. Bei Perleberg weiß man nicht, wie lange sie zusammenspielen schon. Ich habe den Eindruck, dass Schwerin nicht so lange zusammenspielt und dass aber da eine Menge Potenzial noch drin steckt. Das war mal eine schöne Variante gestellt, wie man dachte, für den Außen, für den Shooter. Und dann doch der Pass auf Katrin Hilger zum 5:3 für Schwerin. Dieses Stellen mit Leuten, eigenen Leuten vor der Abwehr sieht man relativ oft. Was versucht man damit zu erreichen? Dadurch wird zum einen erstmal die Sicht genommen auf den Werfenden. Und dann ist das so eine Art Schutzschild für den Werfenden. Also die abwehrenden Spieler müssen ja erstmal an diesen beiden, die dort stellen, vorbeikommen, um den Angreifer, der werfen soll, zu attackieren. Und wenn sie das schaffen, dann ist dahinter natürlich eine große Lücke, die durch diese Abwehrspieler gerissen wird, in diesem Fall dann auch gut der Kreisläufer mal reinlaufen kann und der Ball einfach abgelegt werden kann. Jetzt war da mal die Lücke da in der Schweriner Abwehr, aber Caroline Gruschke konnte sie nicht nutzen und jetzt gibt es Auszeit auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin. So, die Mannschaften sind bereit, die
Schiedsrichter jetzt auch und jetzt geht es weiter nach der Auszeit genommen von Grün-Weiß Schwerin. Nach knapp einer Viertelstunde gespielt, 5:3 für Grün-Weiß Schwerin. Und es haben wir eine personelle Änderung gegeben auf den Außenpositionen. Das Testspiel dafür genutzt, etwas Neues zu probieren. Und den ersten Erfolg hat es fast schon gegeben, Franziska Horn, die sich da von der Außenposition als Einläufer durchgesetzt hat und den Ball dann bekommt von Stefanie Duhe zum Abschluss. Ja, sag gleich, was hat. Sehr böse, in den Wurfarm reingeschlagen während des Wurfes, ist sehr gefährlich, kann immer wieder zu sehr großen Schulterverletzungen führen, wird sehr streng geahndet. Und natürlich auch diese klare Torgelegenheit wird durch den 7 Meter fortgesetzt. Ne? Ja, da gab es dann auch der 7 Meter erstmal verwandelt von Theresia Meissner und die 2-Minuten-Strafe gegen Silvia Bus. Auf Seiten von Perleberg. Ja, Laufbereitschaftszeichen jetzt in Unterzahl. Ja, wir haben gerade den Trainer gehört, mehr Laufbereitschaftszeichen in Unterzahl. Jetzt relativ schnell abgeschlossen von den Perlebergern, von Katja Lorenz. Ein eigentlich schlechtes Verhalten in Unterzahl, oder sehe ich das falsch? Nee, das ist genau richtig. In der Unterzahl sollte man, wenn man nicht sich sicher ist, dass man auch in Unterzahl überlegen ist, eigentlich den Ball versuchen, so lange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten und nur bei richtig klarer Torgelegenheit diesen auch versuchen umzusetzen. Ansonsten ist man nur noch am Hin- und Herlaufen, weil die anderen haben natürlich einen mehr und da den Konter dann abzufangen, wird schwierig und kraftraubend. Dann aufpassen! Das war aber mal schön gestellt und da kam der Block nicht hoch genug. Und so kann Cindy Wagner den Ball im Tor unterbringen, 6:4. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja jetzt zwei relativ junge Mannschaften hier auf der Platte stehen. Bis zu welchem Alter man dann noch Leistungshandball spielt? Was hast du so erlebt? Was ist das Älteste, was du als Spielerin erlebt hast? Die Spielerin, die am ältesten war, die ich aktiv miterlebt habe, die spielt in meiner eigenen Mannschaft, die ist 44 und sie spielt sehr gut mit. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Spielerinnen, die sind meistens auch in der Jugend und im Frauenbereich oder im Männerbereich in dem Fall dann sehr gut. Und diese schaffen dann auch im hohen Alter diese Leistung zu bringen. Aber es ist eigentlich mit Mitte 30, so ähnlich wie beim Fußball, dann ist es nachher schon schwierig, die Leistung noch so zu bringen wie die ganz Jungen. Und da hat sich die Lücke aufgetan und Judith Schiller kann das nutzen zum 7:4. Aus dem Stand der Wurf von Stefanie Dube an die Unterlattenkante, der dann wieder ins Netz prallt. 8:4 und jetzt sehen wir eine weitere Variante. 4:2 ist das jetzt, sehe ich das richtig? Ja, ist richtig. Ein sehr offensives. Das geht schon in den Bereich der Manndeckung hinein. Man sieht das ganz deutlich, dass die Spielerinnen bei ihren zugeordneten Nummern bleiben werden. Also es gibt da zwei Varianten. Einmal, man bleibt bei dieser Nummer, das ist dann eine richtige Manndeckung. Oder man bleibt im 4-2, das heißt, man bleibt auf der Position, die einem zugeordnet wurde. Ja, eben hat mir noch kurz nachgereicht. Lena Besenhardt mit der gelben Karte. Und jetzt bekommt sie auch die 2 Minuten.
Und hat sie sich am Kreis schön durchgesetzt. Das ist 8:5. Wenn auch ohne Pfiff von Silvia Bass. Bus, Entschuldigung. Und der Schuss von außen von Franziska Horn geht an den Pfosten. Und jetzt haben wir die Überzahl. Der Trainer von Perleberg sagt es gerade, wir sind in Überzahl. Es muss was passieren. Sie wollen also die Überzahl nutzen, um wieder ein wenig ranzukommen. Er sagt aber, ihr steht zu weit weg da. Was versteht man darunter? Was muss ich als Spieler machen, um dem zu entgehen? Zu weit weg zu stehen? In diesem Fall war es ja so, dass die zwei Gedeckten ungefähr bei der Mittellinie standen. Sie haben keinen Einfluss mehr aufs Spiel, keinerlei Möglichkeit noch einzugreifen. Das bedeutet natürlich für die Abwehr, dass sie sich nicht weiter bewegen muss. Das ist einfach zu einfach dann. Jetzt gibt es 9,7 Meter für Perleberg. Cindy Wagner ist da an den 7 Meter Strich getreten gegen Laura Fischer. Und nicht halb hoch, sondern unten links und dann war er auch drin. Ja, haben wir gesagt, halbe Höhe ist nicht gut, sollte man nicht werfen. Das war klasse gesehen, eine kurze Körpertäuschung und dann war der Weg völlig frei für Theresia Meissner zum 9:6. Starke Angriffsaktion oder zu schwache Abwehr? Zu schwache Abwehr, das war eben ein Kommunikationsfehler. Dort hat man ganz deutlich gesehen, wie sich eine Spielerin schon zum nächsten Angriffsspieler orientiert hat und hinten einfach nicht dicht gemacht wurde. Und da wieder läuft Stefanie Dube quer durch die komplette Abwehr und wird scheinbar gar nicht angegriffen und senkt zum 10:6. Und dann gibt es auch gleich die Auszeit von Perleberg hinzu. Um das sicherlich auch nochmal anzusprechen, das ist ein etwas zu passives Verhalten in der Abwehr von Perleberg. Ja, sie rücken zu langsam mit den Angreifern.